Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play. genau, Horizon Zero Dawn spielen wir. Und wir haben gerade, also ich habe gerade ausgemacht, ausgemacht. Und genau, dann kam einer vorbei, der hat gesagt, dass die eine Großmutter will, dass ich gewinne und die andere will genau das nicht. Also wahrscheinlich die sich bei meiner Segnung, also ja, beziehungsweise bei meiner Namensnennung oder ja, vergleichbar mit der Taufe, gestritten haben. Ich glaube, das sind die beiden, die sich nicht sehr mögen. Ich weiß nicht, ob ich an deiner Stelle hergekommen wäre. Nicht, dass ich wüsste, wie das ist, ein Ausgestoßener zu sein. Bast. Was ist mit Vala? Sie ist stark. Durch ihre Adern fließt das Blut einer Kriegsherrin. Alle tun so, als wären die verfluchten Kaja unsere Ehrengäste. Das macht mich krank. Die sind wirklich gut. Eine Darbietung sollte die Zuschauer mitreißen. Da gehe ich ja lieber das arbeiten, als mir das anzusehen. Da gehe ich ja lieber arbeiten, als mir das anzusehen. Ist das lustig? Oh, ich bin zu spät. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Für meine Mutter, für mich selbst. Oh, ich mach für Rust. Rust zu Ehren. Weil er so viel für mich getan hat. Mutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Wie die im Hintergrund alle gleichzeitig losgegangen ist. Wupp. Ich lasse mir von den ungläubigen Kaja das Olen verderben. Ich möchte sie dann auch feststellen können. Vielleicht sind die Kaja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Sie haben sich bei einem Fest verliebt. Ist doch nur passend, dass sie sich bei einem anderen wieder treffen. Bast. Was ist mit Vala? Sie ist Aloy, jetzt nach dem Ende der Segnung haben wir endlich Zeit, uns zu unterhalten. Deine Haare. Ich hoffe, die Zeremonie war nicht unerfreulich für dich, wegen der Umstände. Ich fand es schrecklich. Es hat nichts bedeutet. Ich fand es schön. Doch, ich fand es schön. Es war nicht gerade angenehm, aber es ist ein schönes Ritual, trotz all dem. Es ist großzügig von dir, Aloy, ein Ritual zu loben, das alles ehrt, was du nicht hattest. Es hat mir einfach nichts ausgemacht. Ich habe größere Probleme als das Gemurmel der Nora über ihre Mütter. Verstehe. Du möchtest doch bestimmt einiges fragen, oder? Ja. Ausgestoßen bei der Erprobung? Warum wurde ich ausgestoßen? Ja, das gleich straight. Warum verstieß man mich nach der Geburt, Tirsa? Was könnte ich getan haben, noch bevor ich geboren wurde? Aloy, diese Frage kann ich nicht beantworten. Warum nicht? Sie ist ganz einfach. Und wo ist meine Mutter? Ist sie heute hier? Sieht sie mich? Oder ist sie tot? Ist sie hier? Oder nirgends? Deine Mutter ist bestimmt hier bei uns, wenn auch nur im Geiste. Also sie ist tot. Das ist keine Antwort, oder? Damit du es weißt, Tirsa, ich bin hier, um Antworten zu finden. Ehrliche. Und nach der Erprobung fordere ich sie ein. Ich weiß, Aloy.
Das habe ich auch erwartet. Was ist mit Rost? Warum wurde er ausgestoßen? Er hat es nie erzählt. Er hat wohl geschworen, nie davon zu sprechen. Ja. Und ich auch. Und die anderen Erzmütter. Tut mir leid, Aloy. Aber Rosts Vergangenheit wird für dich auch ein Geheimnis bleiben. Das war ja klar. Apropos Stammmütter. Rost sagte, dass Stammmütter nicht nur den Stamm führen. Was macht ihr noch? Wir lehren, wir geben Rat, wir segnen. Wenn notwendig, richten wir. Uns geht es immer nur um das Wohl des Stammes. Wir haben in diesem Jahr ganze 3 Erzmütter unter uns. Dazu mehr als 30 Stammmütter. Was ist der Unterschied? Stammmütter sind Großmütter mit 2 Generationen lebender Nachkommen. Und eine Erzmutter ist eine Urgroßmutter mit 3 oder mehr Generationen Nachkommen. Wir sprechen damit für sehr viele. Unsere Meinung hat Gewicht. Die der Erzmütter hauptsächlich. Also, je mehr Kinder man hat, desto mehr hat man zu sagen? Das ist wohl auch eine Art, einen Stamm zu führen. Warum sollte es anders sein? Lansra hasst mich. Das ist egal. Mich überrascht, dass der Stamm Ausgestoßene zur Erprobung lässt. So entgegenkommend sind die Nora sonst nicht. Es war schon immer Gesetz, dass ausgestoßene Kinder dieses Recht haben, ihre Möglichkeit der Rückkehr. Aber du bist, soweit ich weiß, die Erste, die dieses Recht tatsächlich wahrnimmt. Das überrascht mich nicht. Ich glaube nicht, dass viele ausgestoßene Kinder alt genug dafür werden. Das liegt eher daran, dass solche Kinder selten sind. In all den Jahren gab es nur ein weiteres ausgestoßenes Kind. Ein 13-jähriger Junge, der seine Mutter tötete. Die Erprobung war nach 5 Jahren und er kam nicht. Nein, alleine hat er bestimmt nicht lange überleben können. Aber er hatte eine Chance. Andere Stämme hätten ihn hingerichtet. Du wirst es nur schwer akzeptieren, Aloy. Aber eine Verbannung ist, relativ gesehen, human. Oh, wirklich? Probier's mal 18 Jahre aus, Tirsa, und dann sprechen wir uns wieder. Also ich finde, bei gewissen Strafen ja. Also bei den Mord ja. Aber bei so generationsübergreifenden nein, definitiv nicht. Warum hasst Lansra mich so sehr? Sie hat so einige extreme Ansichten. Mehr als das kann ich nicht sagen. Ich kann nichts für meine Geburt. Oder dafür, dass ich ausgestoßen wurde. Ich sehe das ganz genauso. Aber es gibt auch andere Meinungen. Und jede Abstimmung der Erzmütter erfordert eine Mehrheit. Ich muss gehen. Ich wollte nicht unhöflich sein. Aber ich will schon so lange antworten. Ich weiß, Kind. Nicht nur du hast diesen Tag jahrelang herbeigesehnt. Ich werde für deinen Erfolg beten. Was ist denn immer mit den Haaren los? Viel zu wenig Prügeleien dieses Jahr. Soll ich mit denen? Die Begegnung war gar nicht so schlecht. Nett und kurz immerhin. Aber es gibt einige Osseram-Bastler, die ein besseres Feuerwerk machen. Ups. Hoffentlich beleidigt das jetzt nicht euer heiliges Ritual. Es war schön. Wirklich. Ja, tja. Viel Glück bei dieser Erprobung. Vielleicht sieht man sich ja mal im Meridian. Wer weiß. Awkward. So. Ja. Rede mit Orlin. Werde ich machen. Betritt die Jägerhütte. Das Ganze nicht zu leicht. Alle tun so, als wären die verfluchten Kaja unsere Ehrengäste. Das macht mich krank. Da ist er nicht, ne? Nee. Wahrscheinlich ist er da hinten. Die
Jägerhütte? Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett, ausgestoßen, und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Geil, 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 geil. Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Nein. Du wusstest die Worte der Segnung nicht, oder? Aber dein Gebet hört sowieso niemand. Vorsicht. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, hm? Der hatte einfach nur Glück, dass wir nicht zurückgeschossen haben. Oder brauchst du meine Erlaubnis, um mit wahren Nora zu sprechen? Du lässt es zu, dass Bas derart mit dir redet? Würde ich nicht. Aber dein Gebet hört sowieso niemand. Ja, ja. Du kleidest dich sogar wie echte Nora, wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Ich werde gewinnen, du hast Angst, du tust mir leid. Du tust mir leid. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen, naja... Aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch, wie die anderen Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Vor allem, wie er mit, also, ja, von sich in dritter Person spricht, ist es so. Er redet mit Valla. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay, danke. Nein, ich will raus. Lass mich raus. Ich will nochmal. Oh. Oh. Dumm, dass ich hier reingegangen bin, bevor ich mit den anderen geredet habe. Ah, schade. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Ich hasse es nicht schlecht, zu weich. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Die machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus. So nicht schlecht, wahrscheinlich schon, aber ja,
zu voll war, würde ich sagen. Bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Mich herausfordern. Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. So, wow. Los? Ich muss sie einholen. Ja, ja. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Challenge accepted. Ho, 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 ho. Bei der Urmutter ist sie irre. Sie bringt sich noch um. Es
wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Das war's. Jetzt geht's nur noch bleib vorwärts. Da stehen. Da! Ich muss aufholen. Wer führt? Ich sehe nichts. Was? Und Vala ist direkt. Jetzt mach schon. Schneller. Nicht nachlassen. Bin dabei. Oh, ich muss weitermachen. Die Aufgestoßene. Im alten Pfad? Sehr gut. Gut, ich hol auf. Ja, die Ausgestoßene holt auf. Wie ist sie da raufgekommen? Oh nein. Jetzt mach schon, Beeilung, weiter so. Präzision. Wir sind tot. Jetzt mach schon, Beeilung, weiter so. Ja, die ist abgerutscht, verdammt. Das war kein Sieg! Sie hat geschummelt! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy. Einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Hey Leute! Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Vernichtet die Eindringlinge! Na komm! Erledigt sie! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Auch easy. Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden!
Was ist mit dem Bein los? Hier stirbt. Bleibt zusammen. Oh nein, da sind noch mehr. Da kommen noch mehr. Wie viele sind das? Erfahren. Wir sind Krieger! Pass auf, da sind noch mehr! Es sind zu viele! Wir schaffen das nicht! Positiv denken. Ich hab doch alle schon fertig gemacht. Jetzt, runter, solange es noch geht. Lol. Komm zurück! Gut, der ist tot. Der Rotschopf stirbt jetzt alle vorwärts. Ich will erst looten. Ich glaube, wenn ich da in die Mitte gehe. Kein Platz mehr. Ah, okay. Dann kommt irgendwas Neues. Oh. Sie den nicht gehört hat. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind. Ah.
Yay! Wieso geht er jetzt weg? Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Aber warum? Was sie dort ist, ist Blasphemie! Sie muss zu ihrer Mutter! Da. Rust. Nein. Ich muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Uiuiui, gut. Dann würde ich sagen, nächste Folge finden wir heraus, ja, wo wir sind. Und, also wir sind auf jeden Fall irgendwo Metallgemachtes. Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Gut. Ja. Auf jeden Fall sehr traurig mit Rust. Ja, aber irgendwo war es mehr oder weniger klar, finde ich. Gut, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.